einfach vor die Tür gesetzt. Jetzt stehe ich barfuß im kalten Ostwind. Jemand reißt mir die Jacke aus den Händen und zu guter Letzt fängt es auch noch an zu schneien. Aufs Verlassenwerden kann man sich nicht vorbereiten. Das erwischt einen immer eiskalt. Ich bin froh, dass ich auf Anhieb hergefunden habe. Ja, und ich bin froh, dass du jetzt hier deine Konservenbüchse parkst. Tut mir leid, aber meinen Wagen hätte ich wirklich nur ungern an so einem Ort abgestellt. Ach was, du wirst schon sehen. Und du bist dir sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, absolut. Na, dann ist sich wenigstens einer von uns sicher. Geiler altes Haus. Dich habe ich ja Jahre nicht gesehen. Ja, das kann man wohl sagen. Ich fass es nicht. Linda, lass dich drücken. Ich hoffe, du hast ohne Probleme hergefunden. Klar, deine Wegbeschreibung war ja auch perfekt. Das ist echt voll abgefahren hier. Ach nee, vorhin wolltest du hier nicht mal aussteigen. Ja, jetzt bist du platt, was? Endlich habe ich einen neuen Ort für unsere Sessions gefunden. Hier können wir Krach machen bis zum Anschlag. Gewerbegebiet. Ideal. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Also in der Kneipe damals hat's mir auch gut gefallen, aber... Scheiß Nachbarn. Jahrelang hat sich niemand beschwert und dann zieht er so ein Vollidiot ins Nachbarhaus und macht Stress. Ich rechne mit dir, Alter. Einmal im Monat wirst du ja wohl deinen Hintern hochkriegen und hier aufschlagen. Los, Tom, jetzt gib mal einen aus. Wir haben was zu feiern. Feiern klingt immer gut. Ja, Skylar hat heute Geburtstag. Hey, darauf müssen wir ihn heben. Ist zufällig einer von euch Drummer? Schön wär's. Sorry, da können wir ja auch nicht weiterhelfen. Spielt zufällig von euch jemand Schlagzeug? Nee, das wär's aber.
Ist hier irgendjemand im Raum, der Schlagzeug spielen kann? Hey, komm mal her. Hier sitzt einer. Bist du der Drummer? Hab ich nie behauptet. Lass dir keinen Blödsinn von dem erzählen. Der will sich nur drücken. Los, komm schon. Ohne Drummer sind wir echt aufgeschmissen. Jetzt mach schon, Skylar. Genau deshalb bin ich mit dir heute hergefahren. Okay, aber dann muss mir vorher jemand zeigen, wie man die Sticks hält. Kein Problem, du kriegst von mir eine kurze Einweisung. Na bestens, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Fang einfach mit einem Rockrhythmus an. Der Rest ergibt sich von alleine. Wir werden sehen, woraus der Rest besteht. Na, sieh mal einer an. Ich bin wohl nicht der Einzige, der für Überraschungen sorgt. Nee, tut mir leid, Jeff, aber darauf kann ich jetzt nicht. Hey Mann, das tut mir jetzt echt leid, Sophie. Ich konnte ja nicht an, dass dieser Idiot hier auftaucht. Ist schon gut. Geht doch gar nicht gegen dich, aber... Kopf hoch, Sophie, das wird schon wieder. Sophie, jetzt lauf doch nicht weg. Lass uns reden. Sophie, ich wollte das alles nicht. Jetzt hör doch schon auf zu weinen. Alle behandeln mich wie einen Schwerverbrecher. Und ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, warum. Verdammt nochmal, du hast doch mit mir Schluss gemacht. Und trotzdem habe ich inzwischen das schlechte Gewissen. Ich weiß ja nicht, wie du darauf kommst. Aber ich hatte nichts mit Jennifer. Ich habe sie nach Jahren gestern erst wieder getroffen und... Skylar, du musst mir nichts erklären. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich denke, ich bin ihr auf den Leim gegangen. Wir hatten zwar einige Probleme in den letzten Monaten, aber... Nee, das kann ich mir denn doch nicht vorstellen, dass da noch eine andere war. Nein, lass gut sein, Skylar. Aber
Warum, Sophie? Warum? Ich kapier's einfach nicht. Es ist doch nicht so, dass ich dich nicht mehr liebe. Ich wünschte, es wäre so. Dann wäre alles viel einfacher. Weißt du, wenn du da bist, dann ist alles gut. Alles fühlt sich gut an. Alle düsteren Regenwolken lösen sich in Luft auf. Da ist nur noch die Sonne und Wärme. Aber bei mir regnet es eindeutig zu viel. Es kommt mir so vor, als würde ich immer nur warten und währenddessen zieht das Leben an mir vorbei. Ich könnte versuchen, früher Feierabend zu machen. Kein Problem, ich rede einfach mit meinem Chef und ich... Das hättest du schon seit Monaten machen können. Hast du aber nicht. Und ich merke auch seit Monaten, dass du völlig anders damit umgehst. Du scheinst nur an Sonne denken zu müssen, um ihre Wärme zu spüren. Und um ehrlich zu sein, manchmal beneide ich dich um diese Fähigkeit. Egal, was du gerade machst. Oder wo du dich gerade aufhältst. Allein der Gedanke an mich macht dich irgendwie glücklich. Kommst du, Sophie? Wir haben gerade die Bühne besetzt und warten nur noch auf dich. Aber hier können Sie jetzt nicht durch. Wir sind gerade dabei, ein Fahrzeug zu bergen. Ich bin Schwester Linda Thompson. Sie haben mich angerufen. Ach so, das ist etwas anderes. Einen Moment, mein Kollege kommt gleich. Oberinspektor Will Turner. Und Sie sind Linda Thompson, die Schwester? Ja, verdammt nochmal, jetzt sagen Sie endlich, was passiert ist. Wir haben den Wagen Ihres Bruders gefunden. So wie es aussieht, ist er mit hoher Geschwindigkeit durch die Baustellenabsperrung gerast und... Was ist mit meinem Bruder? Das wissen wir noch nicht genau. Die Wagentür des Fahrzeuges war offen. Wir versuchen gerade herauszufinden, ob er den Absturz überlebt hat und sich dann im Wasser aus dem Fahrzeug befreit hat. Das können wir genauer analysieren, sobald der Wagen geborgen ist. Bislang fehlt jede Spur. Die Strömung der Elbe könnte ihn mitgerissen haben. Wir sind gerade dabei, stromabwärts nach Ihrem Bruder zu suchen. Wie konnte das nur passieren? So leid es mir tut, dass ich das sagen muss, aber es sieht nicht nach einem Unfall aus. Ihr Bruder scheint eher absichtlich die Absperrung durchbrochen zu haben. Sie meinen Selbstmord? Ja, alles deutet darauf hin. Hatte Ihr Bruder denn? Fehlt dir. Ja. Mir geht's genauso. Ich weiß. Ich wusste, dass du dein Versprechen hältst. Ich würde unseren Schwur niemals brechen. Wir sind immer füreinander da, egal was kommt. Wir schwören beim Grabstein unserer Mutter, immer füreinander da zu sein. Egal was kommt, egal was passiert, wir halten zusammen und nichts, rein gar nichts kann uns trennen. Ich muss gerade an das denken, was Mama immer gesagt hat. Gräbst du ein Stück Erde im Garten um, dann gerät an dieser Stelle alles in Aufruhr. Für alles Lebendige darin scheint die Welt zusammenzubrechen.
aber mit der Zeit ordnet sich alles wieder und genau in dieser Zeit hat etwas Neues eine Chance. Etwas Neues mag sein. Warum hast du das getan? Das Navi. Es hat nichts getaugt. Und die Farbe, die mochte ich sowieso noch nie. I learned to walk when I was one beneath the Oklahoma sun, and from that day I started taking my own route. I learned to read when I was two, and I believed it all was true. Too young to fill my mind with questions and with doubt. I made my first friend when I was three, but by four he moved away so very far from me. At five I wondered why people live and people die, and why the things I love just slowly slipped away from me. And only stars remain the same.